schon halb zwei. Das ist aber schon spät. Naja, ich bin jetzt einfach mal alleine schwimmen gegangen. Und zwar ist heute Sonntag, das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise gehe ich sonntags nicht schwimmen, weil ich immer sage, zu viele Leute, ne, hier Wasser. Oh. Ist sogar noch kalt, geil. Ja, sage ich immer, nee, zu viele Leute, bla bla plups, so. Aber seit wir immer samstags campen gehen, und dann gehen wir immer sonntags morgens halt, nicht verbrannt, nee, ne. Sonntagmorgens gehen wir dann, halten wir hier an und gehen nochmal schwimmen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einfach vormittags gehe, dann ist es noch nicht so voll. Ja, und dann kann ich das mal genießen, auch sonntags, weil das Wetter, hallo, ist ja oft so, dass dann genau an dem Tag, wo ich eigentlich nie gehe, dann so geiles Wetter ist. Und das, ja, da habe ich gedacht, okay, das wollte ich mir jetzt mal angewöhnen. Wollte ich eigentlich mit dem Willi gehen, aber der ging mir jetzt auf die Eier, du. Der ging mir echt auf die Eier. Seit knapp 30 Jahren zusammen und ihr lieben Leute, das ist anstrengend, das ist harte Arbeit, ne? Harte Arbeit ist das und sonst gar nichts. Und ja, ne? Aber ich bin da wirklich, also gibt ja viele Frauen, oh, die suchen und wollen unbedingt und so, ne? Ich meine, ich verstehe das auf eine Art, aber auf der anderen Seite, ihr lieben Leute, es ist harte Arbeit. Also es ist bestimmt auch geil, Single zu sein. Da hat man bestimmt auch viele, 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 viele Vorteile, gell? Ja, so richtig doof. Also so Kleinigkeiten, die dann einfach so auf den Sack gehen, die gibt's, ne? Aber ich weiß ja, es ist, wie es ist und ist alles gut, wie es ist. Ja, ich bin dann einfach mal gegangen, so. Weil ich echt auch, ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Lust zu streiten und überhaupt, ne? Habe ich eh keine Lust. Wird mir ja gerne unterstellt, dass ich gerne streite. Nee, das stimmt gar nicht. Ich kann nur nicht so, ich kann nur nicht die Klappe halten, wenn mir irgendwas nicht gefällt, ne? Dann muss ich Fresse auf. Und das missinterpretieren manche Menschen und denken, ich würde gerne streiten. Nee, ich hab's gern friedlich, ne? Ich hab's gern friedlich. Ja, nee, erstens, aber das war jetzt so richtig schön. Also ich bin dann einfach gegangen, ich hatte echt keinen Bock so. Ja, hatte ich keine Lust drauf, mich so doof behandeln zu lassen. Ich habe ja gar nichts gemacht, es war einfach blöd, fand ich einfach doof. Egal, bin ich halt zum Strand gegangen und war jetzt seit 100 Jahren mal wieder alleine und das war schön. Das war echt toll. Und zwar noch nicht, jetzt kamen so langsam mehr Leute, deswegen bin ich dann auch gegangen. Das ist mir dann, das ist die kleine Schildkrötenbucht, wo ich war. Und ja, da ist es wirklich sehr eng. Also wenn dann andere im Wasser sind, dann berührt man sich fast, das mag ich gar nicht, ne? Deswegen habe ich da schön ein bisschen im Wasser meine Oma-Gymnastik gemacht. War toll, hat Spaß gemacht. Zweimal ist so eine große Schildkröte neben mir aufgetaucht. Ja, das erste Mal habe ich so, habe ich auch ein bisschen geschrien, habe mich echt erschreckt. Das ist so, ich war so voll in meinen Gedanken. Ich habe an nichts gedacht, ne? An nichts. Oder doch, an irgendwas habe ich bestimmt gedacht, aber nicht so jetzt an, habe ich Angst gehabt im Wasser oder so, ne? Und habe so richtig, richtig hardcore gechillt. Und auf einmal war dieses Riesending neben mir. Da entsprang ein kleiner Schrei in meinem Munde. Die Isa und die Lena, meine Jungs, sind nicht hingegangen, denen war das peinlich. Ne? Jungs sind immer so ein bisschen genannt. Auf jeden Fall war hier immer wieder ein Casting. Habe ich euch überhaupt schon mal erzählt, dass die Lena bei dem anderen Casting war? Warte mal, für was denn nochmal? Für Magnum oder für Hawaii 5O? Irgend sowas. Da war die mal und da hätte sie auch eine Statistenrolle bekommen, aber die hat sie nicht genommen. Da hat sie gesagt, nee, hat sie keinen Bock drauf, weil sie sollte sich eine Bluse und so eine schwarze Anzugshose anziehen und da hat sie gesagt, nee, ciao, da mach ich nicht mit. Finde ich geil, ne? Viele denken so, oh, Lena und so, Mensch, du musst doch und nö, du musst gar nichts, ne?
muss gar nichts. Dass jetzt meine Kinder nicht jetzt alles tun würden, um berühmt zu werden. Also der Lena wurde auch oft gesagt, sie hat ja auch organische 10.000 da bei ihrem Insta einfach so bekommen. Und da wurde halt hier oft so eingeredet, du musst auch berühmt, und weil sie halt schön singt, weil sie tanzt, weil sie einfach toll aussieht und so weiter, wurde schon so oft gesagt, du musst, Lena, du musst da jetzt mal, also das, ne, nee, muss sie nicht. Sie sagt, sie ist ja happy als Mutter. Sie ist sogar, sie weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt einen Mann will. Sie denkt so, ja, irgendwie, sie macht sich halt so ihre eigene Welt. Nee, nee, sie lebt einfach, sie geht mit dem Flow, ne? Das ist das halt. Ja, aber was ich sagen wollte, also nur weil da jetzt irgendwas angeboten wird, heißt das dann ja nicht, dass die das auch machen, ne? Auch die Lisa. Vielleicht haben die dann gar keinen Bock, vielleicht passt der Lena dann wieder nicht, was er anziehen soll oder so, und dann macht sie es nicht, gell? Das ist der grad mal egal. Und ich bin da sehr stolz und ich unterstütze sie sehr, sehr. Ich unterstütze sie einfach, ja. Und ich denke da genauso. Ich finde das toll. Es ist ja nicht der Sinn des Lebens, reich und berühmt zu werden. Das ist es nicht. Also bei uns nicht. Gell? So, hier nervt es mich. Hier sind so viele Leute und hier geht es die ganze Zeit hin und her. Das ist mir jetzt, das bringt mich raus aus meiner geilen Entspannung, die ich gerade hatte, von meinem einsamen, schönen Strand. So, wir gehen jetzt zum Strand, ne? Ich muss ja nochmal heute mit den Kindern, nachdem ich gestern... Ich war gestern ganz allein am Honu Beach, wisst ihr das? So geht die Lisa ins Geschäft. Ja, das ist die geilste Schokolade, die ich hier in meinem Leben gegessen habe. Schokolade zum Frühstück gibt es bei der Lisa. Und die läuft hier so im Geschäft, wo alle ganz angezogen sind. Ich hätte gerne euch die Blicke gezeigt von der anderen Leute. Aber habe ich nicht. Ja, da, meine Kamera nervt schon wieder, also ich mach aus, bis gleich. Die nervt schon wieder so. He from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran out the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I strive like that, amen. Say my thing. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lacha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, hello, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la. Ozzy Poo. Ui. Lala, was willst du damit machen? Oh, Coconut. Ah, um die Coconut? Ja. Aber ich habe auch eine Axt zu Hause, wir probieren mal. Aber leg das bitte, während wir fahren, gib mir das. Nee, während wir fahren möchte ich nicht, dass das dann da irgendwas hier hin und dann kannst du es nehmen, ja? What if it stabs you in the leg? Nee, das hoffen wir mal nicht. Ja. Wir wollen jetzt nach Waikiki fahren. Lisa muss ihren Check abholen und dann wollten wir noch zum Aquarium. Okay. Eingesperrten Fischis angucken. Geht ganz automatisch. So, die Lisa wollte nur da rein. Jetzt gehst du bitte nach hinten. Soll ich wieder aufmachen oder kannst du hier rüber? Warte, aber nicht auf das steigen, wenn es geht. Oh, so, hier unten das. Da stecke ich euch jetzt rein, wenn ich das mal finde. Ja! Verdammte Scheiße, ehrlich.
Ich habe Probleme. Ich habe Probleme psychischer Art, glaube ich, ey. Meine lieben Leute, guck mal hier. Oh, Gönnung. Kinder sind nochmal schnell in 7-Eleven rein. Ich schwitze wie ein Schwein. Und zwar stimmt hier irgendwas nicht mit der Klimaanlage. Also ich bin ja eigentlich, komme ich gut ohne Klimaanlage klar, aber das Ding ist, ich habe jetzt die Haare gewaschen und wenn die offen sind und dann wehen die mir überall rum, komme ich gar nicht drauf klar. Ne? Komme ich nicht drauf klar. Und deswegen wollte ich gerne Klima anmachen, weil wir auch auf dem Highway fahren, aber die vorne geht, nicht nur hinten geht und ja, klatschnass geschwitzt bin ich. Ihr lieben Leute, ich kann immer. Ja, das ist mal wieder wie immer, ne? Willkommen auf meinem Kanal, Britta Braun. Hier wird gejammert auf höchstem Niveau. Ihr lieben Leute, lehnt euch zurück und genießt die Show. Oh, das hat sich jetzt gereimt, ne? Ach, ich bin so poetisch. Ich bin so poetisch. Oh, mit Betonung auf Po. Fliegen! Ja, ansonsten gibt's was zu erzählen? Ich glaub nicht. Was mache ich denn so? Was treibe ich denn? Nix, ich gehe jeden Tag zum Strand. Freue mich. Ansonsten, dann lege ich mich aufs Sofa und schlaf ein. Und dann bin ich abends wach bis 12 und dann schlafe ich wieder. Oh. Die Geschichte mit meiner Wäsche und mit den Fleischresten in der Waschmaschine, die möchte ich auch nochmal ergänzen. Und zwar hat jetzt die Waschmaschine schon 2 Tage lang nicht gestunken. Ist das nicht wunderbar? Ich bin total glücklich. Die Wäsche duftet und die Maschine stinkt nicht, also darauf trinken wir. Das macht mich glücklich. Saubere Wäsche. So, Lisa ist mit den ganzen Kindern jetzt am 7-Eleven. Ja, ich bin heute mit Lisa, Mosi, Anu und Rosi unterwegs. Ja. Lena ist zu Hause mit einem kleinen Mio-Baby. Fonsi hat Herbstferien. Carlos hat College. Und das war's. Willi muss arbeiten. Die Fliegen sind ganz schlimm im Moment. Ich meine, ich habe auch gerade echt überhaupt keine Ideen hier für schöne Videos. Es ist halt auch immer dasselbe, ne? Wenn ich zum Strand gehe, ja, dann ist das dasselbe. Dann ist das meistens sogar derselbe Strand. Es sind die gleichen Wellen, das gleiche Wetter, die gleichen Palmen, gell? Langweilig, ich weiß. Ist langweilig. Aber jetzt vielleicht bei Kiki heute mal, vielleicht ist das nicht langweilig, ne? Ich meine, ich will mich ja selber auch nicht langweilen, aber euch will ich auch nicht langweilen, ne? Und ja. So, kommst du hier hin? Hat's geklappt? Hat geklappt, ne? Mit dem kaputten... Guck mal, wie groß. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Sorte? Ich dachte erst... Bubble Tea? Ja. Oh nein, welche Soße ist das? Welche Soße, sage ich, welche Sorte? Ich finde ja Bubble Tea total ekelhaft. Darf ich das einmal ganz klein probieren? Nur ganz, ganz klein? Mm. Nur so klein mal probieren. Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott. Soße. Sorry. Weißt du, wie das schmeckt? Was? Das schmeckt wie diese Meloneneise geschmolzen. Gib mir das. Gell? Wie geschmolzenes Meloneneis. Und ihr wisst ja, wenn ihr aufmerksame Zuschauer seid, wisst ihr ja, dass ich eigentlich diesen künstlichen Melonengeschmack mag. Jetzt möchte ich aber nur wissen, wie die Bubbles schmecken. Die sind hier, ich möchte keins essen, aber die sind ja nicht so, das sind ja nicht diese braunen Bälle, ne? No, they're grün. Das sind grüne Vierecken. Papa. Meinst du, ich könnte mir mal eins holen? Ja, okay. Wir könnten auch trinken. Keep on going. Hast welche, ne? Green. Wie schmeckt? Also der Geschmack ist nicht so schlecht. Ey, das ist ein Bubble, ne? Aber diese Dinger? Also ihr wisst, dass man da dran ersticken kann, ne? Keine Ahnung. Es
Es sind schon Menschen, in Deutschland wurde der, glaube ich, verboten, weil welche erstickt sind oder so. Also bitte, wenn du saugst, immer bewusst sein, ja? Nicht einfach so reinsaugen, ohne nachzudenken, weil dann kann das passieren, dass dir das Ding im Halse steckt und dann verschluckst du den oder so, ne? Aber es schmeckt echt gar nicht so eklig, Lisa, der Bubble Tea. Guck, habe ich repariert. Yay, ich bin so stolz auf mich. So, Pläne geändert. Aquarium wäre genauso teuer wie Zoo und ja, die Kinder wollten dann lieber Zoo. Ne? Ja, wollen sich mal die wilden Tiere angucken, nicht wahr? Guck mal her. Ja, wir machen das. Also ich finde Zoos auch schrecklich, fand das auch als Kind schon schrecklich, aber so alle paar Jahre, das letzte Mal waren wir vor 3 Jahren und jetzt ist halt mal wieder. You're the best in the world. Oh nein. Du bist die Liebe. Wo sind denn deine Schuhe, Schatz? Hast du etwa keine mit? Oh no. Hast du wirklich keine dabei? Du bist ja eine. So, Wasser nehmen wir mit, gell? Was denn für ein Passwort? Ich dreh's kaputt. Ja, komm, wir gehen jetzt. Wir bezahlen. Was ist denn das Passwort? Wahrscheinlich musst du erst, zur Kasse gehen, nach dem geheimen Passwort fragen, dann musst du zum Automat laufen, das eingeben, dann musst du bezahlen und dann musst du zu deinem Auto und das da dort hineinlegen. So, wir gehen jetzt, wir bezahlen heute nicht. Mach hier bei dir, guck mal, mach auch nochmal so. So, weil ich immer nicht sicher bin, ob das an meiner Seite funktioniert. So. Ich wollte euch mal den Elektrozaun zeigen, seht ihr das? Das ist ein Elektrozaun für Elefanten. Crazy. Ach, Hallöchen, guten Tag. Ich finde das hier schön. Das finde ich schön hier, diese Fliesenkunst, ja. Ja, ich werde immer so traurig. Ich möchte gar nicht so hingucken. Nee, bei den Orang-Utans muss ich ganz schnell weg, sonst hätte ich geweint. Diesen wunderschönen Garten. Der ist echt so schön. Fotogarten. Das ist echt ein toller Garten. Guck mal, die Riesenpapaya. Okay, Schatz, das ist nur ein Kaktus. Ossi, kannst du bitte nicht mit anderen Menschen mitlaufen? Kannst du bitte bei uns bleiben? Das wäre echt lieb von dir. Oh mein Gott, guckt euch den mal an. Also. Ich will jetzt nichts sagen, aber. Geht's doch. Oh, ein gelber Schmetterling war da. Ich hätte ja, hä, ist doch nur ein Kaktus. Wenn jetzt umfällt, ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm, ne? Wenn da jemand einen sticht. So, jetzt bin ich fertig. Du? Ja, also ich bin auch fertig. Wir können jetzt jeden Tag. Die Tiere sind arm. Jetzt lassen wir die Kinder auf den Spielplatz gehen. Ja. Wollt ihr jetzt auf den Spielplatz? Ja, wollt ihr auf den Spielplatz? Wollt ihr jetzt auf den Spielplatz? Wollt ihr jetzt auf den Spielplatz? Wollt ihr jetzt auf den Spielplatz oder willst du mal ein bisschen petzen? Nein! Was willst du? Nix. Nix? Ja, renn. Renn hin. Oh gosh. Oh mein Gott, das war knapp. Nein, Ossi, der Playground ist that way. Run, Ossi, you're winning. Nein, der will auch. Die will auch zur Giraffe. Wrong way, Ossi. Ja, renn hier lang. Renn. Die hört nie. Die will selber Erfahrungen sammeln. Die will nicht hören. Die will, die hört nicht. Die hört nie. Schrecklich, wie voll das ist. Das ist ja der Horror. Ich glaube, die kommen hier nur hin, um auf Spielplatz zu gehen. Ja, das machen viele Stadteltern. Ja. Das machen viele Stadteltern, die haben dann hier eine Jahreskarte und kommen, weil der Spielplatz echt ganz cool ist, aber oh gosh, so voll. So voll. Ja, ich weiß, heute ist der erste Ferientag, nee, der zweite. Naja, dann beobachten wir jetzt mal. Also das habe ich noch nie erlebt, dass hier noch nicht mal ein Platz frei ist. Nee, ne? Nee. Oh, wir verlieren ja jetzt die Kinder auch. Wo gehen wir jetzt hin? Da ist eine Bank. Da setzen wir uns hin. Ne? Da hinten auf der Bank. Okay.
Wasser. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Jetzt haben die Kinder auf dem Spielplatz. Ich bin so geschwitzt. Es ist heute so eher schwüles Wetter. Und ja, ich möchte jetzt wieder nach Hause. Schöner Papaya-Baum. So. Wie bitte? So eine schöne Blume bringst du deiner Mama mit? Ja. Das finde ich schön. Das finde ich schön, ja klar. Zum Trinken. Soll ich die halten, ja? So. Also von mir bitte wegbleiben, die sind so durch. Die rasen hier rum wie die Wahnsinnigen. Ach, ich schwitze so, ich schwitze so. Hier, exit through the gift shop. Of course. Wie immer. You gotta exit through the gift shop, never forget. We're not gonna exit through the gift shop, we're gonna exit through the normal door. Ne? Okay. Hier lang! Thank you.